Und damit willkommen zurück bei Let's Play an 1602. Ihr habt euren Anwohnern die Baumaterialien entzogen. Das will ich gleich mal beenden, weil wir haben ja genug Baumaterialien. Ja, nach längerer Zeit mache ich mal wieder eine Aufnahme. Ich weiß, ich habe ein paar Folgen ausgesetzt, aber das hatte auch seinen Grund. Und zwar gab es auch nicht so die Nachfrage nach diesem Let's Play. Und außerdem fehlte mir auch so ein bisschen die Zeit. Da habe ich gesagt, na gut, das ist vielleicht das einzige Let's Play, wo du mal ein bisschen dich zurückhalten kannst und was du mal, wo du mal zwei Folgen aussetzen kannst oder vielleicht auch mal drei. Das fällt dann nicht ganz so ins Gewicht. Und aber ja, mir fehlt auch ein bisschen die Lust dazu, muss ich auch dazu sagen. Wie gesagt, auch natürlich durch das Feedback, dass das sich halt nicht so viel angeguckt haben. Aber ich habe wieder Lust drauf bekommen und einfach mal wieder angefangen zu spielen. Nun weiß ich nur nicht, an welchem Punkt wir gerade waren. Ich glaube, wir waren gar nicht so weit. Wir haben eine gute Bilanz und haben ganz gut Geld. Ja, okay. Das sieht ja schon mal alles nicht so schlecht aus. Baumaterialien haben wir wieder gegeben. Alles gut. Was ist denn mit der Mine? Wenn die jetzt erschöpft wäre, das wäre sehr ärgerlich. Und klar, die haben nicht genug Eisen, weil die Mine irgendwie nicht so gut fördert. Kann man da noch eine zweite Fläche daneben setzen? Goldmine können wir auch bauen. 1000. Das würde aber nichts bringen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Zwei direkt nebeneinander. Ist ja eigentlich Schwachsinn. So, was habt ihr denn alle hier so? Die Bürger hat noch irgendwelche Nachfrage. Kakao, genau. Können wir hier vielleicht Kakao errichten? Eine Kakaofarm? Achso, okay, Moment. Wie sieht das denn hier? Achso, ja, so kann ich nicht drehen, aber so. Können wir hier noch einen Steinmetz errichten? Passt das noch dahin? Ja. Würde passen. Okay, dann machen wir das nämlich auch mal. Nein, Moment. Okay, ich muss, glaube ich, die Maus mal ein bisschen runterstellen. So, das passt besser zum Spiel. Die war ein bisschen schnell. Gut, und dann bauen wir doch da direkt den Steinmetz auch hin. Den drehen wir einmal. Okay, jetzt ist die Maus aber tatsächlich ein bisschen... Ah, schon besser. So. Denn... Ja, okay. Ja, zudem ist das jetzt auch noch mein zweiter Anlauf, weil beim ersten Anlauf war mir das Spiel leider ja, nach 5 Minuten abgestürzt. Und dann natürlich auch dann alle Speicherdaten weg. Weil man muss ja ständig abspeichern im Prinzip. Sonst ist ja alles weg. Der speichert leider nicht automatisch. Na gut. Aber nützt ja nichts. Ist so. Können wir jetzt denn hier eine Kakaofarm bauen? Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel wir da überhaupt brauchen. 8 Steine, okay. Wie wäre es denn? Wir haben noch genug Schiffe hier im Moment. Ach, guck mal, Alkohol hast du. Haben wir hier. Ja, okay. Achso, der hat das von einer anderen Insel geholt, alles klar. Du kannst mal ein paar Steine mitnehmen. Ach, okay, ich dachte, wir hätten hier mehr. 7 Werkzeuge. Nicht, dass wir das hier noch einkaufen, ne? Oh, okay, dann kann da... Nein. Das brauchen wir nicht zu streichen, das bringt sowieso nichts. Weil hier eh keine Wohnhäuser sind. Du kannst aber tatsächlich mal... Ist er noch näher ran? Du kannst mal ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Nimm mal 20 Tonnen Werkzeug mit. Ist immer gut, wenn man Werkzeug hat. Die Steine können wir schon selbst herstellen, das ist nicht das Problem. Und ich glaube, er hat auch eine ordentliche Fuhre gerade abgeholt. Und hier kommt gleich die nächste. Ja, da kommt jetzt noch eine. Wir brauchen 8 Steine, zumindest, dass wir schon mal eine Plantage haben. Ich gehe ja stark davon aus, dass wir nicht so viel Kakao brauchen werden am Anfang. Ach guck mal, hier stehen auch die ersten Bürgerhäuser. Kaufleute! Oh! Wir haben die ersten Kaufleute. Ah, cool. Ah, coole Sache. Ach so, okay. Also die Bürger brauchen nicht unbedingt Kakao. Das ist dann eher interessant für die Kaufleute. Ja, cool. Stimmt. Und danach kommt, glaube ich, Aristokraten. Ach, die wollen Kleidung haben. Gab's vorher keine Kleidung?
Ja, da brauchen wir. Können wir das denn schon herstellen? Moment. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Weberei, genau. Das macht. Die braucht auch nur Wolle. Die können wir doch im Prinzip. Natürlich möglichst. Möglichst zentral hier auch am Markt und so. Ja, so ist gut. So ist gut, genau hier auf der Ecke. Das passt. Und da sind auch fast alle Schaffarmen sind dann eingeschlossen. Ja, dann stellen wir bald unsere erste Kleidung her. Das läuft doch. Reicht denn hier die Feuerwehr und so? Das reicht das alles? Das deckt, glaube ich, alles ab. Krankenhaus müsste auch alles abdecken, ja. Ach, so ein Wirtshaus brauchen, wollen die wahrscheinlich haben, genau. Was wollt ihr noch haben? Eine Schule, stimmt, okay. Wie sieht denn das mit den... Bilanz sieht gut aus, 194. Eine Schule, dann haben wir 164, das ist immer noch gut. Ach, der hat hier gar nichts, oder was? Achso, nee. Der entwickelt sich einfach nicht weiter. Schule reicht genau bis dahin. Dann bauen wir die nächste natürlich mal so hin. Was ist das? Kann ich jetzt keine Schule mehr bauen? So scheiße. Mal eben die Werkzeuge hier streichen. Okay. Müssen wir erstmal auf Steine warten. Ach guck mal, jetzt haben wir hier genug Steine. Das ist, passt doch. Ein bisschen Werkzeug abliefern und dann können wir unsere erste Kakaoplantage hier errichten. Kakao. Jo, machen wir das mal so. Da brauchen wir ja nichts zusätzlich, wie ich jetzt stark von aus. Der stellt das noch so her, ja. Würde ja anders auch gar keinen Sinn machen. Und jetzt machst du hier... So, das war jetzt ein bisschen blöd. So. Zack. Und da nochmal. Ja. Und dann dauert es noch nicht lange, dann haben wir unseren ersten Kakao. Ich... Ah, die sind voll mit Gewürzen, ey. Damit können wir gar nicht... Wir haben so viele Gewürze im Moment. Die können wir eher handeln hier. Du könntest ja... Wir machen mal eine Handelsroute. Verdammt, wie war denn das noch? Ich vergesse das immer wieder. Ziel auswählen, genau. So, Geisenkirchen. Gewürze. 50 Tonnen Gewürze aufs Schiff laden. Mach mal. Das ist 30 so. Ja, das ist in Ordnung. Als nächstes Ziel, kann man das direkt... Ne, kann man nicht. Tristan. So, 30. In das Konto laden. Die Frage ist jetzt nur, kann man das so machen, dass er so lange wartet, bis er das abladen kann, beziehungsweise so lange wartet, bis er das aufladen kann, oder? Ich glaube nicht. Wie ging denn das jetzt weiter? Achso, genau. So. Okay. Das geht wahrscheinlich alles automatisch. Wenn das hier nicht abladen kann, dann steht er wahrscheinlich hier. Ist ja auch in Ordnung. Das Schiff kann ja dann hier stehen bleiben. Und wenn das Lager dann so langsam sich leert, dann fährt er ja automatisch dann wieder, dreht er wieder um. Tabakwaren gehen zur Neige. Oh, Tabak. Ah, scheiße. Den holen wir ja mal von unseren Leuten hier. Da müssen wir mal eben, die wollen bestimmt wieder Stoffe und Alkohol haben. Was habt ihr? 17 Tabakwaren, ist auch nicht so toll. 3 Stoffe und 2 mal Alkohol. 2 Tonnen Alkohol. Finde mal hier. So. Und du fährst jetzt mal hier rüber. Hatten wir nicht irgendwo Tabak? Das war auf der Insel, richtig? Ne, das war Alkohol. Aber Tabak können wir hier auch anpflanzen. Entschuldigung. Oh, wunderbar.
Ach, du hast auch noch Gewürze an Bord. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Dann fahren wir eben hier hin. Ah, okay. Ja, das ist ja auch blöd. Dann ist das nee, dann warten wir mal eben. Gewürze haben wir nur wirklich keinen Mangel. Das ist blöd mit der Handelsroute. Ich denke mal, das Schiff, das wird dann irgendwann einfach voll sein. Wir können es ja mal ausprobieren. Wir werden ja gleich sehen, ob wir... Da müsste ja 37 Gewürze an Bord haben. Das ist blöd, dann füllt sich das Schiff so langsam und... Wir haben nur noch auf dem Schiff dann Gewürze und... Naja gut, funktioniert ja theoretisch auch, aber... Ach, ist auch egal, wir können es eigentlich auch so lassen. Dann ist immer gesichert, dass unser Konto voll ist. Ja. Okay. Du kannst jetzt die Gewürze natürlich hier auch nicht abladen. Ja, das habe ich mir gedacht. Na gut. Ach so, aber Holz könntest du abladen, glaube ich. Da müssen wir noch Platz haben. Auch nicht. 105 können wir auch noch maximal. Können wir das Lager dann wieder ausbauen hier? Ne, noch nicht. Was können wir überhaupt so? Eine Burg. Lalala. Minen. Eine Schwertschmiede. Okay. Ach, der ist wieder zurückgekommen. Oder was? Okay. Ist hier nichts mehr, oder? Ist doch egal. Kakao. Achso, das muss erstmal wachsen. Was ist denn mit meiner Stimme, Mensch? Das ist ja echt gerade ein bisschen nervig, dass sie so heiser ist. So. Jetzt haben wir hier wieder genug Material. Dann können wir nämlich hier mal eine Tabakplantage bauen. Da. Kostet natürlich immer das Geld, da muss man natürlich auch mal aufpassen. So. Dann machen wir hier mal die Felder rundherum. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so geschickt, die hier zu bauen. Obwohl, das müsste in die andere noch reinpassen. Da können wir nichts hinbauen. Ja, okay, das passt wunderbar. Ach, und da ist, das gehört gar nicht mehr zu unserem Land. Na gut. So. Das muss dann noch weiter verarbeitet werden. Tabakwaren, genau. Können wir das nicht hier irgendwie... Ja, komm, packen wir es hier hin. Dann müssen wir hier eigentlich noch einen Marktplatz hinschmeißen. Okay. Ja, das nimmt uns natürlich hier Felder weg, das ist auch blöd. Das nimmt uns alles Felder weg. Oh, was nun? Nein, ein Feuer! Nein! Aber wir haben eine Feuerwehr, das ist gut. Hoffentlich ist das nicht ein Haus, was jetzt nicht im Bereich steht, ey. Na gut, dann gucken wir gleich mal hin. Ja, das ist jetzt blöde. Oder setzen wir den einfach mal... Sonst setzen wir den einfach hier in den Rand, mein Gott. Ist dann auch noch so. Aber zwar... Das war jetzt zwar nicht optimal, aber... Was soll's. So, jetzt gucken wir mal was... Oh. Naja, Feuerwehr schon da. Och, das ging ja schnell. Ah, ist doch nichts los. Wieso ist hier überhaupt noch ein Pionierhaus? Ach so, ihr habt Tabak. Ihr meckert bestimmt schon richtig rum. Die Kaufleute. Okay. Die müssen wir mal ein bisschen runterschrauben, weil wir gerade überhaupt gar keinen Tabak haben. Komm, handeln wir. Scheiße. Nein. Ich kann hier alles mitnehmen. Na gut. Na komm, da müssen wir nochmal zurück.
Wie viel hast du jetzt? 10 Tabakwaren, ja super. Verkauft irgendeiner Tabakwaren? 12. Das ist jetzt auch nicht wirklich sehr großzügig. 26, das hört sich schon besser an. So, je 75? Okay, kostet dasselbe. Haben wir jetzt alle durch? Die hatten wir auf jeden Fall. Ich glaube, die auch. Die hatten, glaube ich, auch keinen. Ne. 75. Scheiß Preisaussprache, ne. Na gut. Ach so, Moment, wir können mal gucken, was die haben wollten. Das haben wir bestimmt. Gewürze, ja, natürlich. Und Holz. Kakao eher nicht. Aber Gewürze und Holz. Gewürze und Holz. Na gut. Ich hoffe, das reicht. Fahren einfach mal hin. Aber wir haben ja genau das an Bord sogar, was wir haben wollen, Mensch. Das haben wir schon vorher gewusst. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Was ist denn ein hier Feuer los? Schwelt. Eieiei. Noch ein Feuer oder war es das jetzt, das eine da? Okay. So, achso, ja, schnell mal die Tabakwaren ausladen, bevor hier noch alle Amok laufen, weil sie keine Zigarre kriegen. Und jetzt gehen wir wieder zurück, wir müssen den Rest eben abholen. Ja, null Stoffe, null Alkohol. Die Nachfrage ist gedeckt, aber wir müssen noch immer eben unsere Sachen holen. Habt ihr jetzt eigentlich wieder... So. Nein, ah, das war zu hoch. Okay. Ihr... Ne, heute auch nicht. Okay, wunderbar. Jetzt machen wir wieder Profit. Haben wir zwar die ganze Zeit gemacht, aber... Jetzt machen wir so richtig Profit noch. Och, ihr sollt ja ganz schön... Mehr wollt ihr nicht hergeben, oder? Na denn... Denn eben nicht. Du fährst schön hin und her. Oh, nicht schon wieder. Ja, ist ja gut. Ich weiß. 26 Gewürze. Okay, na gut. Aber unser Gewürzlager ist immer voll. Aber das macht 570 Bilanz, alter Schwede. Und ziehen eigentlich nur die Sachen hier runter, natürlich. Weil die Inseln bringen ja nichts. Die haben ja keine Steuerzoller. Das sind ja reine landwirtschaftliche Inseln hier quasi. Wie man das auch immer sagen möchte. Bilanz minus 195, ja klar. Die wird auch minus haben hier. Ach, auch minus 195. Jetzt genauso? Ja, tatsächlich. Obwohl hier haben wir mittlerweile auch ganz schön viel. Ja, ihr habt keinen Tabak, ist klar. Gut. Achso, wir haben glaube ich immer noch die Baumaterialien entzogen, kann das sein?